Leute von heute, was geht ab? Herzlich willkommen jetzt zum neuesten Video auf Easy Money. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Heute, Leute, gucken wir uns endlich zum allerersten Mal Madden 23 an. Ich will mich jetzt schon mal für meine Stimme entschuldigen. Ich bin gerade noch auf dem Weg der Besserung von einer fetten Erkältung. Deswegen, wenn ich jetzt zwischendurch irgendwelche komischen Geräusche mache, wenn sich meine Stimme komisch anhört oder was weiß ich, dann liegt das daran. Tut mir leid, aber ich wollte trotzdem unbedingt dieses Video für euch rausballern. Ey, Madden 23 ist draußen. Für die, die vorbestellt haben, ab heute schon available für alle anderen ab dem 19. soweit ich weiß. Ich spiele es heute auf der PS5. Das ist nicht nur mein erstes Mal Madden 23, das ist auch mein erstes Mal, dass ich wirklich auf der PS5 zocke. Also PS5 habe ich neu, Madden 23 habe ich jetzt neu und ich habe es noch kein einziges Mal gestartet, Leute. Das bedeutet, wir zusammen heute gucken uns zum allerersten Mal Madden 23 an und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiter rumlaber, fangen wir einfach mal an. Achso, wenn euch das Ganze gefällt, lasst natürlich ein Like da und abonniert gerne, falls ihr neu seid oder kein Madden 23 Content mehr in Zukunft verpassen wollt. So, jetzt geht die Party ab hier. So Leute, ihr könnt es hier sehen, Madden 23, wir stellen vor das neue Gameplay-System FieldSense TM in Madden NFL 23. Es ist 8.45 Uhr am 16., also am Dienstag. Ich bin erst vor kurzem aufgewacht, deswegen, ich habe dieses Spiel noch nie gestartet oder gespielt. Ich bin todeshyped, Alter. Lass uns direkt reinjumpen. Let's go. Madden 23, thanks Coach. Natürlich der legendäre Coach Madden. Ich bin mega gespannt. Wirklich, ich bin todeshyped. Okay, das Intro sieht... Ah, okay, hier haben wir John Madden. Okay, das sah wild aus gerade am Anfang mit diesem kurzen Retro-Look. Ah, hier ist er wieder, der Retro-Look. Ja, crazy. I like it, definitiv. Ich will das euch kurz angucken lassen, ne? Weil das ist jetzt... Ja, okay, fängt wieder von vorne an. Das ist für mich das erste Mal, dass wir das Spiel hier öffnen. Und für euch soll es sich auch so anfühlen, als würdet ihr das Spiel gerade zum ersten Mal aufmachen oder öffnen halt. Erster Eindruck, wie gesagt, ne? So, press any button, wir haben X gedrückt. Ja, okay, bla bla bla, die ganze Kacke hier weiter. Warming up, buckling chin strap, okay, das ist alles gleich wie bei Madden 22 mit diesem Ladebalken. So, All Madden Edition haben wir, 4600 Madden Points, choose 2 Elite Ultimate Team Players, Ultimate Team Early Access Challenges, Ultimate Team Strategy Item, All Madden Gear, Ultimate Team Elite Headliners Player, claim your All Madden Edition Rewards now, continue. Ja, wir haben natürlich... Danke. Ja, also wir haben wie immer den Typen, der uns kurz hier ein paar Sachen am Anfang sagt. Wir gehen mal auf All-Pro, Simulation lassen wir. Commanders ist das Favorite Team auf jeden Fall. Sehr, sehr wild auch mit den Uniformen. Ich habe übrigens heute noch mein Washington Jersey, weil ich leider noch kein Commanders Jersey habe. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, finde ich, dass man das hier aussuchen kann, weil man hat jetzt entweder das mit der Accuracy, ja, dass man wirklich genau den da platzieren kann, wo man will. Man kann ein bisschen Placement haben plus Power, dass man also bestimmen kann, auch wie doll der Wurf kommt, oder man macht es weiter Classic Passing, so wie in den Maddens davor. Man kann hier außerdem Try oder Select and Continue machen, das heißt, wir können die verschiedenen Dinge ausprobieren. Wir probieren es direkt mal aus, Digga, weil ich will auf jeden Fall wissen, wie sich das hier anfühlt. Passing Mechanics. You now have more control than ever as a passer in Madden 23. Let's learn all of the ways you can pass the ball. Continue. This setting gives users control over whether their bullet passes are accurate or inaccurate. Passes released in the blue section of the meter guarantees a perfectly accurate bullet pass. Okay. You can control the amount of slowdown, use screen stream presence in offline games. Let's try learning the mechanics first with the highest amount of slowdown. Hold down the receiver icon until the meter is completely full. Okay, krass. Also wenn man Bullet Pass machen will, muss man den Knopf vom Receiver, also zum Beispiel X oder was auch immer, komplett halten, bis das Meter full ist. Wo auch immer das Meter ist, ist es oben links oder keine Ahnung, werden wir ja gleich sehen. Ah, krass, Digga. Das ist crazy. Okay, jetzt sollen wir den Ball nach oben rechts führen. Das war ein Touchpass. Bro, also man muss sich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Also mit L2 kann man anscheinend noch mehr Genauigkeit hinzufügen. Das ist der Freeform Pass. Gucken wir mal. Ah, crazy!
Okay, habt ihr das gesehen? Das kleine Fadenkreuz ist dann noch ein bisschen weiter rausgedingst. So, wir gucken jetzt einmal kurz bei Power rein. Ich mache das jetzt nicht so lang. Ich will einfach nur einmal kurz reingucken und gucken, wie sich's anfühlt. Doch, Freeform Passing kann man auch hier machen. Hä? Und wo ist dann der Unterschied mit der Power? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz gerafft. Okay, Leute, wir beenden das Ganze. Wir gehen ganz normal auf diese Skill-Based Passing Placement and Accuracy Select and Continue. Let's go. So, wir müssen jetzt natürlich hier wieder dieses allererste Spiel spielen, Alter. Madden Legacy NFC Away, Madden Legacy AFC Home. Wir gehen mit der NFC. John Madden Legacy Game. Das sieht nice aus. Schöne Präsentation. Gonzales, Digga, was für eine geile Grafik, ey. Holy shit, Digga, das sieht ja richtig wild aus. Okay. Okay, der Helm des Face Mask war gerade durchs Trikot durch. Na gut. Aber sie haben es probiert auf jeden Fall. Boah, sieht wild aus. Das sieht echt schön gemacht aus, Junge. Schön, schön, schön. Gute Grafik. Okay. Oh, Devin Hester steht hinten als Return Man. Yo, wie geil sieht das denn aus? Oh, krank. Krank, krank, krank. Devin Hester macht hier direkt ein gutes Play. Wie geil sah denn diese Kameraeinstellung am Anfang aus? Mega nice. Oh, Leute, Alter. So, das ist jetzt hier zum ersten Mal ein Play in Madden 23 auf der PS5. Mal gucken, wie sich's anfühlt. Deion Sanders. Ja, das geht für, glaube ich, 0 Yards. Screen Passes, funktionieren die wieder? Funktionieren die vielleicht endlich überhaupt mal vernünftig? Gucken wir mal. Jo, okay, der hat sehr lang seinen Block angezeigt. Gut, weiß ich jetzt nicht, Digga. Jetzt ist es aber interessant. Wir probieren Passplay. Und wir probieren hier natürlich direkt mit Freeform irgendjemanden freizuwerfen. Vielleicht Moss in die Mitte da. Vielleicht Cup nach außen. Oder Rice könnte vielleicht auch klappen. Wir schicken erstmal Deion Sanders hier auf den Block. Mal gucken wir mal. Komm, Randy. Oh, shit. Okay, ey, Freeform ist hart, Digga. Das ist nicht so einfach. Man muss sich voll umgewöhnen von dem alten Madden 22, wie man da gepasst hat. Weil ich habe jetzt gerade automatisch den leften Stick mega nach links gezogen. Weil ich dachte, ja, muss ich ja machen, damit er nicht einfach wie ein Vollidiot auf den rechten Safety wirft. Aber plötzlich kann man irgendwie gefühlt 20 Yards weiter nach links werfen, Alter. Deswegen, das war krass gerade. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen dran üben, dass man dieses Freeform-Passing vernünftig hinbekommt. Aber wenn man das meistert, boah, ich glaube, dann ist man sehr, sehr stark. Wir probieren es erstmal mit einer Cover 2 hier. Gucken wir mal, was gehen wird. Okay, der Linebacker-User hat sich sehr, sehr schnell angefühlt. Kann aber auch daran liegen, dass er eine Legende ist und einfach extrem gut ist. Guter Hit. Guter Hit. Was haben wir hier? Ja, er wird gesackt. Schönes Ding, Alter. Let's go. Das ist eine schöne Wiederholung hier. Ja, das sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. So, wir haben ja Devin Hester hinten. Mal sehen, wie es hier mit den Punts und Punt-Returns läuft. Bin ich mal gespannt. Es wurde ja gesagt... Oh! Es wurde ja gesagt, Special Teams matter dieses Jahr. Wir müssen auch mal Jukes und alles ausprobieren. Das haben wir alles bisher noch nicht gemacht. Aber vor allem auf das Passing muss man echt erstmal klarkommen. Man muss diese Madden 22 Sachen erstmal aus dem Kopf und aus den Fingern rauskriegen, ey. Damit man hier... Ja! Das war ein schöner Freeform-Pass, Alter. Perfekt an den Rand geleadet, Digga, wo nur er das Play machen kann. Sehr nice. Okay, wir probieren es mit einem Inside-Zone. Und gucken mal, ob wir hier vielleicht ein paar Jukes raushauen können. Oh, das war sexy schon mal. Okay, kleiner Easy-Juke. Nichts Großes, aber genug, um sich Platz zu machen. Das war nice. Aber ich finde es auch ganz cool, dass man hier jetzt mit diesen Legenden spielt, anstatt wie sonst immer in Madden das Super Bowl-Match vom letzten Jahr nachspielt, wisst ihr, was ich meine? Komm. Oh, war das schön, aber leider out of bounds. Schade, Alter. Mit Freeform ganz an den Rand geleitet, aber halt zu weit.
Und das wirklich zu lernen, Digga, dass man da auf den Inch genau den Spieler führt, das ist schwer, Digga. Ah, er geht nicht rüber. Unlucky für uns. Turnover und Downs. Das wird ja wohl drin sein, oder wie, oder was? Ein krasser Freeform Pass. Nope, anscheinend nicht. Aber ich finde auf jeden Fall, der Linebacker lässt sich sehr gut usern. Wie gesagt, vielleicht liegt es daran, dass es ein Legenden-Linebacker ist und der einfach extrem gute Werte hat. Aber es fühlt sich gerade flüssiger und schneller an als in Madden 22. Was ich persönlich ganz gut finde. Weil in Madden 22 waren die teilweise wirklich sehr, sehr langsam. Wir probieren mal den Screen. Ja. Oh, er fummelt den Ball. Das ist... Oh, okay, okay, okay. Das ist eine von diesen neuen Sachen. Beziehungsweise... Alter, wie schnell ist er denn, Sanders, Digga? Vielleicht gab es die auch schon in Madden 22 auf Next Gen, das weiß ich nicht. Aber auf Old Gen gab es auf jeden Fall nicht. Nämlich diese Doppelanimation, wo die zu zweit den tackeln und der eine dann noch mit einem schönen Boxschlag ankommt. Oh, okay, interessante Tackle-Animation. Aber ja, dieser Boxschlag, um Fumble zu forcen, ist auf jeden Fall eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, wenn man von zwei Leuten gleichzeitig getackelt wird. Das haben die auf jeden Fall gesagt. Okay, Touchdown. Und das sah gut aus, dieses Rausschlagen, ja. Kann man nicht anders sagen. Auch die Celebration hier sah ganz gut aus eigentlich. Also sie wollten zusammenspringen und dann ist er hingeflogen so ein bisschen. Ist auf jeden Fall nicht unrealistisch. Und John Madden denkt sich, Alter, WTF. Diese Kameraeinstellung, ja, wie das anfängt auszusehen, ist ja wirklich einfach nur geil. So, wir punten zum ersten Mal. Mal sehen, wie das ist. Ziemlich genau gleich wie in Madden 22, außer dass da unten steht Perfectly Timed Kick. Oh, ich hätte ihn jetzt gehittet. Ich wusste nicht, dass er Fair Catch gecallt hat. Oh, schöner Pass, Junge. Nope. Ramsey. Let's go, Ramsey. Der Spin Move. Yo. Yo. Ramsey mit einem Play. Alter Schwede. Wisst ihr, Leute, so Spin-Moves und so weiter, die sind halt auch in jedem Madden immer irgendwie ein bisschen anders. Genauso wie die Jukes und alles. Fühlt sich immer ein bisschen anders an. Deswegen ein Gefühl dafür zu bekommen, ist sehr wichtig. Ja? Also deswegen meinte ich auch, ich will hier unbedingt mal einen Spin-Move ausprobieren und gucken, wie der sich überhaupt verhält. Ist der schnell? Ist der langsam? Geht der in eine sehr andere Richtung? Und so weiter und so fort. Das sind alles spannende Sachen, die wichtig sind, wenn man irgendwie halbwegs vernünftig in Madden spielen will. Ne? So Leute, lasst uns mal gucken, wie der Blitz funktioniert. Ich cover hier den Fullback. Die anderen blitzen, die anderen Linebacker, mal sehen. Ja, nice, Alter. Blitz kam durch, okay. Schön, Digga. Schön, schön, schön. Vielleicht funktioniert es langsam auch wieder, dass man hier mal ab und zu blitzen kann und dann da auch wirklich mal Pressure durchkommt, ja, und nicht alle irgendwie in der O-Line-Kurve hängen bleiben. Okay. Da ist er. Ja, schönes Ding, Digga. Let's go. Wollen wir einfach mal einen Highball auf Moss probieren, Leute. Auch wenn da der Safety ist, der vielleicht nach außen rechts geht. Wir probieren es einfach mal. Highball. Oh, schade. Aber okay. Sah realistisch aus, muss ich sagen. Und das ist auch realistisch, wenn da Double Coverage ist, dass dann der Ball einfach rausgenockt wird. Ja? Die Animation sah nicht kacke aus. I like it. I like it. Wir probieren es nochmal. Komm, jetzt holen dir! Okay, schade, aber auch das sah realistisch aus. I like it. Dieses Play war sehr lange broken in Madden 22. Wenn ich hier R1 anwerfen will, hat der Quarterback sehr oft einfach den Ball wirklich 10 Yards gefühlt weiter nach links direkt in die Arme vom Linebacker geworfen. Wenn der frei ist, probiere ich den zu werfen und wir gucken, ob dieser Bug gefixt wurde. Okay, er ist zwar nicht frei, aber der Pass kam accurate. Sehr gut. Es sieht nach Verbesserung aus. Wollen wir Moss nochmal probieren? Wir probieren es. Und direkt raus die Bombe. Oh! Hat er den? Yo! Moss mit einem Play, Digga. Vorhin Jalen Ramsey, diesmal Moss. Schön gemacht, Junge. Schön gemacht. War natürlich eine bisschen lucky Animation für uns, aber es ist Randy Moss. Er hat ihn gemost.
So, ist passiert, ja. Also auch das ist nicht unrealistisch. Beide Pässe davor wurden verteidigt. Diesmal hat er den gefangen. Also von daher, ich sehe damit nichts, also kein Problem irgendwie. Hier ist alles abgecovert. Komm, kann er mal Druck kommen? Alter, was? Yo, okay, also wir haben nach wie vor auch den Madden-Bullshit dabei, Digga. Witzig. Das war wiederum ein sehr realistisches und gutes Play. Ach ja, Madden. Okay, guter Hit. Oh, das war ein schöner Wurf. Da dachte ich, komme ich noch hin, aber nope. Man muss definitiv schneller reagieren in diesem Spiel als Linebacker. Ja, das ist ein schönes Tackle. Ich nehme den Running Back Man Coverage. Oh shit, war das ein schöner Wurf. Und ein Backflip als Celebration, okay. Damn, Alter, Tyreek Hill. Oh, der Juke war nice. Okay, Leute, 22 Sekunden haben wir noch. Vielleicht können wir das Spiel hier noch irgendwie gewinnen. Komm. Yo! Randy hat ihn und ich habe nicht mal irgendwas gedrückt für den Catch. Er hat ihn einfach selbstständig gemacht, Alter. Alright, wir wurden natürlich geeist für unser Field Goal. Mal sehen, ob wir es reinmachen können. Gerade so, Digga. Alright. Gewonnen, Spiel ist vorbei. Die Celebrations hier sehen auch gut aus. I like it. Okay. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Schön. Schön, John Madden. Schön. Die Haare sehen auch voll gut aus, ja. Aha, play now. John Madden Legacy Game. Replay the John Madden Legacy Game. Learn to play. Main Menu. Wir gehen erstmal ins Main Menu, Digga, und gucken uns endlich mal das Ganze an. Es ist hier schon wieder ein Error, warum auch immer, keine Ahnung, vielleicht sind die Servers überladen. So sieht das Ganze aus, ähnlich wie bei Madden 22 auf jeden Fall. Play now, Ultimate Team, Franchise, Face of the Franchise, Learn to Play, Play with Friends. Okay, sieht also von den Kategorien ist ein bisschen anders. Ultimate Team ist klar, Play Now ist eigentlich auch klar. Man kann online Play Now spielen, Pro Bowl, Madden Legacy Game oder halt Play Now an einer Konsole. Man kann das auch zu zweit an einer Konsole spielen, die Frage kriege ich auch immer wieder. Ultimate Team ist, denke ich, auch klar. Man kann da sein eigenes Team so aufbauen. Man kann Karten kaufen, beziehungsweise Spieler halt kaufen, ertraden. Das ist wie bei FIFA halt, Packs ziehen und so weiter und so fort. Dann gibt es Franchise, da kann man ganz normalen Karrieremodus quasi machen, entweder als Spieler, als Coach oder als Owner. Face of the Franchise ist quasi der Story-Modus. Ja, da kann man mit seinem selbst erstellten Avatar eine Story spielen. Learn to play sind Tutorials und play with friends. Multiplayer Football Fun. The Yard, Online Head-to-Head und Superstar KO. Okay, das ist also jetzt alles zusammengefasst in einer Kategorie. Finde ich gut, finde ich smart, weil, sind wir ehrlich, also ich persönlich habe bei Madden 22, als da The Yard als eine Kategorie war und Superstar KO, fast nie auf eine der beiden Sachen geklickt, deswegen. Das ist also Madden 23. Krass, jetzt haben wir es auf jeden Fall einmal angezockt, einmal den ersten Eindruck bekommen. Wie der Titel des Videos schon sagt und wie ich gerade auch gesagt habe, ist das hier nur der erste Eindruck. Das heißt, zu sehr darf man jetzt noch nicht das Spiel verurteilen, beurteilen oder sonst irgendwas. Aber ich muss ehrlich sagen, der erste Eindruck war nice. Also zum ersten Mal seit langem bin ich von Madden, wenn ich es zum ersten Mal spiele, wirklich eigentlich beeindruckt. Also es ist cool, es ist geil, Animationen sind nice, Grafik ist baba, Spielgefühl ist gut. Jukes sind schön, Tackles sind schön. Viel realistischer hat es sich angefühlt jetzt in diesem ersten Spiel. Und ja, es ist nice. Die Aufmachung an sich ist natürlich sehr ähnlich wie bei Madden 22. Ja, man muss sich jetzt auch nicht in den Himmel loben. Also das ganze Setup hier sieht wieder sehr ähnlich aus. Aber auch da muss man sagen, was soll man denn sonst anders machen? Also was soll man jetzt großartig anders am Setup machen? Ich finde, sie haben die Kategorien besser sortiert und irgendwie zusammengefügt. So, das passt besser, finde ich. Und ansonsten, alles andere werden wir in den kommenden Videos sehen. Ja, wir werden natürlich Franchise auf jeden Fall haben. Also eine Community-Franchise sogar. Das heißt, online mit anderen Spielern zusammen.
Ich werde definitiv die Face of the Franchise mal anzocken, also den Story-Modus. Und was ich sonst noch so in Madden machen werde, werden wir sehen. Vielleicht noch das ein oder andere Tutorial, wenn ihr irgendwie was sehen wollt. Wenn ihr bestimmte Wünsche habt, lasst mich das unten in den Kommentaren wissen. Und schreibt mir unbedingt mal rein, was euer erster Eindruck war. Wie findet ihr das Spiel? Glaubt ihr, es lohnt sich, das zu holen? Findet ihr es gut? Ist es gute Verbesserung zum letzten Spiel? Hattet ihr vielleicht vorher noch gar kein Madden, das ist jetzt euer erstes und ihr seid beeindruckt? Oder denkt ihr eher, nee, ist irgendwie mau? Lasst es mich unbedingt unten in den Kommentaren wissen, weil mich interessiert mega, was die Community von dem Spiel denkt. Für mich, wie gesagt, der Schritt von Madden 22 auf PS4 zu Madden 23 auf PS5 ist schon gewaltig. Ja, also, das ist schon krass. So viel kann ich schon mal sagen. Jeder, der vorher auf PS4 gezockt hat und jetzt irgendwie die Chance hat, auf PS5 zu zocken, definitiv ganz, ganz anders. Aber irgendwie eine Kaufempfehlung und so weiter, da werde ich auch noch ein Video zu machen. Dazu will ich aber erstmal ein paar Tage zocken und mich ein bisschen ans Game gewöhnen und gucken, wie es so laufen wird. Gut, Leute, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert natürlich, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Folgt mir außerdem sehr, sehr gerne auf Instagram unter easymoney_official. Da poste ich immer Updates, wann ich das nächste Video bringe und so weiter und so fort. Und ganz, ganz wichtig, folgt mir auch auf Twitch, auch unter easymoney_official, weil da werde ich definitiv heute schon um 19 Uhr Madden 23 live streamen und auch allgemein, ich streame zwar nicht jeden Tag, aber schon relativ oft so. Deswegen folgt mir gerne auf Twitch. Und ja, Leute, das war's. Man sieht sich im nächsten Video oder im Stream nachher. Haut rein, bis dahin, euer Eric.